Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat Magnus Brunner gestern seinen Rücktritt als Finanzminister verkündet und auch sein Mandat als Nationalratsabgeordneter zurückgelegt, um mit Anfang Dezember seine neue Position als EU-Kommissar antreten zu können. Als Bundeskanzler möchte ich mich ausdrücklich bei Magnus Brunner für seinen Dienst an unsere Republik bedanken, zuerst als Staatssekretär und in weiterer Folge als Bundesminister. Die letzten 5 Jahre waren tatsächlich mehr als zehrende Jahre für die Österreicherinnen und Österreicher, geprägt durch die Krise und die Herausforderungen, die die Krisen mit sich gebracht haben. Gerade solche unsicheren Zeiten brauchen besonnene und kühle Köpfe, und genau so jemand war Magnus Brunner, sowohl als Staatssekretär, aber vor allem auch dann in dieser schwierigen Zeit als Finanzminister. Gemeinsam haben wir nicht nur durch diese Herausforderungen in der Regierung, aber auch als Team geführt, sondern auch die Menschen entlastet und strukturelle Meilensteine wie die Abschaffung des schleichenden Lohnphrases der kalten Progression erreicht. Deshalb mein ganz aufrichtiger Dank und meine besten Wünsche für Magnus Brunner jetzt in seiner neuen Rolle als Kommissar. Und auch das Aufgabengebiet, das er als Kommissar für die Europäische Union, aber damit auch für das Interesse der Republik Österreich ausüben wird, sind besonders und von besonderer Bedeutung. Es gibt einen Paradigmenwechsel derzeit in der Europäischen Union, wenn es um die Frage Kampf gegen illegale Migration geht, wenn es um die Frage Kampf gegen organisierte Kriminalität, Menschenhandel geht und wenn es darum geht, mit sicheren Drittstaaten neue Übereinkünfte zu finden, damit eben das Leid der Menschen, die sich auf die Fluchtrouten begeben und damit ihr Leben gefährden, auch tatsächlich dieses Leid enden kann. Magnus Brunner wird diese Aufgabe sehr gut erfüllen, gerade mit der Erfahrung eines Binnenlandes, das von sogenannter Sekundärmigration immer wieder hart getroffen worden ist, dass es immer auch damit auch vor große Herausforderungen gestellt hat. Und wir sind damit jetzt in einer Situation, dass wir auch darauf verweisen müssen, dass es gelungen ist, 16 verbündete Mitgliedstaaten zu finden, die die gleichen Interessen haben, wenn es um den Kampf gegen illegale Migration geht und wenn es darum geht, hier mit neuen Möglichkeiten auch effizienter tatsächlich auftreten zu können. Obwohl es bei einer sogenannten Übergangsregierung oder einer amtsführenden Regierung, wie wir sie jetzt gerade sind, die ich auch als Bundeskanzler sein darf, gar nicht üblich ist, eine Regierungserklärung abzugeben, gerade wenn es auch einen Ministerwechsel gibt, so ist mir das dennoch besonders wichtig, weil ich glaube, es ist eine gute Tradition und es ist auch die Möglichkeit, den Österreicherinnen und Österreichern ein Stück weit den neuen Finanzminister auch vorstellen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor Ihnen sitzt mit Gunter Meyer ein Ihnen vermutlich bereits bekanntes Gesicht, dann ein bekanntes Gesicht, wenn Sie sich mit dem Thema Steuerrecht und Finanzen im besonderen Maße auseinandersetzen. Professor Meyer ist ein langjähriger Finanzexperte, Doktor sowohl der Rechtswissenschaften als auch der Betriebswirtschaft. Seit 2012 ist er, und das ist eben das Besondere dabei, auch eben Sektionschef im Finanzministerium und lehrberechtigt sowohl an der Universität Wien als auch an der Universität Innsbruck. Ich bin überzeugt, dass er die richtige Wahl für die Nachfolge als Finanzminister ist, und ich bedanke mich auch gleichzeitig hier für die Bereitschaft, das Amt jetzt anzunehmen, die Verantwortung zu übernehmen und gerade in einer fordernden Zeit auch hier für die Österreicherinnen und Österreicher im redlichen Sinne Politik zu machen. Die letzten Jahre waren tatsächlich von multiplen Krisen geprägt, von der Pandemie beginnend bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Teuerung, die Energiekrise, daraufhin die explodierende Inflation, all das mehr als schwierige Zeiten und Herausforderungen, gerade für die Menschen auch, die in unserem Land leben. Es war notwendig, immer wieder auch gegen diese Krisen zu investieren, den Menschen zu helfen auf diesem Weg durch die Krisen, ja, und auch ein Stück weit die wehrhafte Demokratie viel stärker wieder in den Mittelpunkt zu stellen als in den Jahrzehnten davor. Was heißt das?
Auf der einen Seite war es notwendig, zum Beispiel eine strategische Gasreserve anzulegen im Ausmaß von 20 Terawattstunden Gas. Das sind Milliarden Kubikmeter Gas, die Ihnen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, tatsächlich gehören und dazu da sind, sollte es zu einer Krise kommen, eben genau gegen diese Krise dann Versorgungssicherheit herstellen zu können. War damals budgetbelastend, mehr als das, 4 Milliarden Euro. Und es ist eben notwendig, gerade wenn man in einer herausfordernden Zeit lebt, auch genau dann zu investieren. Und darüber hinaus, ist ja in dramatischer Art und Weise, wir haben jetzt unlängst erst an 1000 Tage Krieg gedacht, auf dem europäischen Kontinent wieder durch den russischen Angriffskrieg, war es auch wieder notwendig, viel mehr die wehrhafte Demokratie im Sinne der wehrhaften Neutralität der militärischen Landesverteidigung in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Und auch hier war es notwendig, durch Erhöhung der Budgets die Nachrüstung des österreichischen Bundesheeres voranzutreiben, damit eben wehrhaft im wahrsten Sinne des Wortes auch gelebt werden kann. Und wie wichtig das ist, dass das auch umgesetzt wird, dass dafür es Menschen gibt, die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen, sieht man jetzt. Es gibt einen Rechtsstreit zwischen der OMV und Gazprom und die Reaktion nach einem Schiedsgerichtserkenntnis, dass der OMV Recht gegeben hat, hat die russische Seite wieder mal nicht rechtsstaatlich agiert und hat begonnen, die österreichische Gasversorgung von russischer Seite aus abzudrehen und zu limitieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich von wehrhafter Demokratie spreche, dann zeichnet sich wehrhafte Demokratie dadurch aus, dass man sich eben nicht erpressen lässt, dass man nicht in die Knie gezwungen wird, dass man in der Lage ist, auch in einer schwierigen Zeit da zu sein für die Menschen in unserem Land und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und das ist dieser Bundesregierung gelungen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden die Zwischenrufe nicht hören können von Seiten der Freiheitlichen Fraktion, die eine besondere Russland-Affinität besitzt. Nun an die Freiheitliche Fraktion gerichtet, wären wir Ihren Ratschlägen gefolgt, wäre die Gasversorgung in Österreich jetzt gefährdet. Es ist durch das umsichtige Agieren der OMV erreicht worden, dass wir andere Gasquellen erschlossen haben, dass wir Pipeline-Kapazitäten dazu bekommen haben und dass eben die Republik Österreich und vor allem Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Angst haben müssen davor, dass Ihre Wohnung kalt wird, keine Angst haben müssen, dass der Strom ausgeht und keine Angst haben müssen dafür, dass Ihre unternehmerische Tätigkeit nicht fortgesetzt werden kann. Es ist tatsächlich manchmal notwendig, über den eigenen Populismus einen Schritt hinauszutreten und Verantwortung zu übernehmen, wenn es um das Ganze geht, wenn es um 9 Millionen Menschen geht, die in unserem Land leben und genau diese Verantwortung verdient haben. Und ich glaube, es ist redlich, richtig und recht, dass die Republik Österreich und damit Sie alle, die auch uns jetzt gerade zusehen, sich eben nicht erpressen lassen, auch wenn Erpressung gerade stattfindet. Und wir leben in einer Zeit der Desinformation. In verschiedensten sozialen Medienkanälen werden gerade behauptet, also Sie sehen, die Aufregung in der Freiheitlichen Fraktion ist besonders groß, das muss wohl Gründe haben. Es wird gerade viel Desinformation verbreitet, nämlich so nach dem Motto, wenn Österreich sein Gas verbraucht, dann gibt es keines mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das ist eine Falschmeldung. Die strategische Gasreserve wird derzeit natürlich nicht angegriffen. Die Versorgungslage steht da so, dass wir ausreichend Gas aus anderen Quellen beziehen. Mir ist nur das deshalb so wichtig, weil Sie sehen, Ziel von Erpressung ist ja, Unsicherheit und Angst zu schüren. Ziel von Erpressung ist ja, über diese Angst heraus Destabilisierung zu erreichen und über die Destabilisierung eben damit auch das Vertrauen in die Institutionen zu untergraben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden weiter gemeinsam mit all unseren Möglichkeiten Vorsorge tragen, dass sowohl der Kampf gegen Desinformation offen und klar und transparent geführt wird, genauso wie wir dafür sorgen werden, mit allen Maßnahmen, auch mit der Europäischen Union, hier im besonderen Ausmaß auch für die Versorgungssicherheit in unser Land zu sorgen.
Das Ziel muss jetzt sein, mit einer stark getragenen parlamentarischen Mehrheit, gerade in so turbulenten Zeiten wie jetzt, auch wieder eine handlungsfähige Bundesregierung zu formen. Und ja, tatsächlich ist es so, handlungsfähige Mehrheit heißt, dass hier im Hohen Haus eine parlamentarische Mehrheit einer zukünftigen Bundesregierung zur Verfügung steht, die es ja möglich macht, Veränderungen, Reformen zu beschließen, Gesetze zu beschließen, die dazu da sind, um Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, im besten Sinne des Wortes zu dienen. In diesem Sinne, Herr Finanzminister, es warten große Aufgaben auf Sie. Alles Gute und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.